Ja, und da alle guten Dinge bekanntlich drei sind, melde ich mich nochmal. Nochmal zum Thema Zwillingsverlust, Drillingsverlust. Da gab es einige Trigger schon sehr früh. Und ja, als ich noch ziemlich klein war, ich denke mal, das war Kindergarten, maximal Grundschulalter, hatten wir am Tankumsee in unserem Ferienhaus Nachbarn. Die hatten eine Tochter, die hieß Christina. Und wir waren ein Herz und eine Seele. Und ja, da kamen so Sätze wie: Ich kann ohne meine Christina nicht leben, ich kann ohne meinen Kai nicht schlafen. Also da waren wir so in dem Alter, wo man noch bedenkenlos die Kinder auch zusammen hat in einem Bettchen schlafen lassen. Und ja, da kam der Tag, da sind die weggezogen. Und das haben sie uns Kindern natürlich als letztes erzählt. Also ich habe es erfahren am Tag des Abschieds. Da hieß es, ja, wir sind dann mal weg. Tschüss. Sehr großer Herzschmerz für beide. Wir haben beide Rotz und Wasser geheult. Und warum auch immer, haben unsere Eltern es nicht geschafft, irgendwie Kontakte auszutauschen. Wir selber waren zu jung. Wir hatten gar keine Vorstellung, dass man sowas kann oder macht. Oder ne, wir wussten auch nicht, wie es weitergeht. Somit brach der Kontakt komplett ab von heute auf morgen und das war für mich ganz sicher ein großer Zwillingstrigger. Und von dieser Art gab es noch eine ganze Menge mehr. Einige Jahre später war ich mit meinen Eltern auf Helgoland im Urlaub und habe da auf dem Spielplatz meine erste kleine Liebe kennengelernt, die Tini. Und ja, da ist es wieder ähnlich gelaufen. Wir haben uns kennengelernt, waren ein Herz und eine Seele, sind da immer zusammen rumgelaufen, haben Quatsch gemacht, haben den ersten Kuss miteinander ausprobiert, erlebt und waren noch sehr jung. Und natürlich wieder kein Kontaktaustausch und kompletter Kontaktabbruch. Und so hat sich das immer mal wieder ereignet. Ja, ich hatte auch eine Frau, mit der ich zusammen gelebt habe. Das war so eine On-Off-Geschichte immer mal wieder und die ist irgendwann auch von heute auf morgen abgetaucht. Ja, und das hat immer wieder getriggert und danach kam ich dann auch auf das Zwillingsthema. Und ich könnte jetzt noch weitere Geschichten erzählen. Das würde jetzt aber, glaube ich, den Rahmen sprengen. Also es gab und gibt immer mal wieder Trigger, wo man spürt, Mensch, da ist ein Mensch, mit dem möchte ich sein, mit dem kann ich einfach nur sein, einfach nur atmen. Da ist eine ganz tiefe auch Seelenverbindung und wie auch immer scheint der Seelenplan so zu sein, dass man die Knöpfe drückt und sich verliert. Und das ging alle Male irgendwie ohne Stress und Streit auseinander. Es hat sich einfach so gefügt. Und Stück für Stück, jeder Verlust, jeder Trigger bringt uns näher ans Thema und lässt uns hinschauen und irgendwann, ja, wenn wir genug vorwärts gelebt haben, können wir es auch rückwärts verstehen, was vielleicht wirklich die Ursache ist. Also schau auch mal bei dir und ich werde weiter berichten, was ich alles in meinem Leben erleben durfte und musste und wie ich das aus heutiger Sicht deute. Vielleicht ist ja für dich das eine oder andere dabei und Erkenntnis. Also danke fürs Zuschauen und bis bald.